Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wieder in Forza Horizon 4. Und zwar habe ich heute einen weiteren Blick so. Also ich habe es letztes Mal schon angeschnitten, der 1-Million-Run. Bin ein bisschen drauf gekommen, dass das Rennen wirklich sehr, sehr viel Potenzial hat und dass man da wirklich richtig viel rausholen kann. Und ich dachte mir, ich zeige euch das Ganze heute einfach mal. Und das Auto, das wir eigentlich heute dazu brauchen, ist der Maserati MT12, die Forza Edition. Den könnt ihr euch im Auktionshaus kaufen. Ist ein bisschen teuer, aber lohnt sich auf jeden Fall. Den müsst ihr auch von den Skill Boost, wie ihr hier seht, vom Skill Perk Tree, einfach komplett aufleveln, damit ihr eben so schnell wie möglich die Punkte bekommt, der Multiplikator steigt und wir viel, viel Skillpunkte und vor allem Money upgraden können. Ja, ihr geht auf die Veranstaltung oder auf Amstel on Sea, ist eigentlich relativ egal, oder hier in die Arrow Queens, da seht ihr den 1-Million-Run und den startet ihr dann mit dem Maserati MC12 der Forza Edition und dann geht es eigentlich auch schon los. Ich habe euch hier mal noch kurz die Einstellung gezeigt. Ich habe einen Bonus von 85% mehr. Ihr könnt natürlich auch mehr gehen, je nachdem wie gut ihr fahrt. Ich wollte es euch nur nochmal zeigen, damit ihr nachher seht, wie viel wir da rausbekommen. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon los und ihr macht eigentlich nichts anderes, wie einfach nur hoch und runter zu brettern. Also ihr müsst eigentlich nichts anderes machen. Ihr könnt immer die Abkürzung nehmen, also immer geradeaus, passt ein bisschen an den Kreisverkehren auf, am Schluss und am Ende. Und das Gute ist, ihr bekommt wirklich pro Runde, also hin und zurück, schafft ihr den Multiplikator auf 100.000. Das heißt, ihr bekommt insgesamt pro Runde 10 Skillpunkte. Und das lohnt sich auf jeden Fall richtig. Ihr seht, das Rennen geht zwar 5 Runden, ist zwar ein bisschen lang, ich glaube, ich habe es unter 20 Minuten natürlich easy geschafft. Es wäre auch noch schneller gegangen, ich glaube, es waren irgendwie so 18 Minuten, aber das ist ja auch egal. Jedenfalls könnt ihr in den 18 Minuten eben das Geld, ihr bekommt wirklich, wir werden es nachher sehen, ein bisschen Kohle. Also es lohnt sich wirklich richtig, aber das Ergebnis schauen wir uns dann am Schluss an und dann zeige ich euch auf jeden Fall auch noch, wie ihr die ganzen Skillpunkte eintauschen könnt und wie es am besten funktioniert, damit ihr am meisten Profit machen könnt. Aber jetzt erstmal noch das Rennen und danach geht's weiter. Ja, und wenn ihr es dann endlich geschafft habt und endlich die 5 Runden hinter euch habt, dann könnt ihr auf jeden Fall euch ein bisschen freuen. Ihr bekommt immer ein bisschen Geld für die 18 Minuten und für dieses relativ langweilige Rennen, wie ich finde. Aber es lohnt sich dann dennoch trotzdem. Ihr seht, wir haben insgesamt 158.000 bekommen. Für, ich würde sagen, für 18 Minuten ist das okay. Aber ihr könnt euch eben auf die Skillpunkte freuen, die euch so ein bisschen noch das kleine extra Geld geben. Und vor allem bekommt ihr noch einen Wheelspin. Ihr seht, ich habe auch noch da 150 ungefähr mitgenommen. Beziehungsweise, ja, es waren glaube ich 150. Und ja, ich würde sagen, wir kommen eigentlich direkt zu der Methode, wie wir jetzt die ganzen Skillpunkte in Geld umwandeln und machen dann da weiter. Ja, dann kommen wir auch direkt zu den Autos, die ich euch heute zeigen möchte. Es sind wieder 2 Stück, ihr kennt die wahrscheinlich schon aus den anderen Videos, aber es tut mir leid, dass ich euch immer die gleichen zeigen muss, aber beziehungsweise nicht immer, ich meine, das war jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, aber das sind halt einfach die besten und die lohnt sich am meisten und ich glaube, die wollt ihr auch einfach sehen. Und wir fangen einfach an mit dem MGB GT. Ja, der Name ist sehr, sehr schwierig, aber jedenfalls geht auf jeden Fall in die ins Auktionshaus. Ihr seht, ich zeige es euch heute mal aus dieser Perspektive. Ihr seht, die ganzen Autos, die sind günstig, also für 17.000 bekommt ihr die, allerdings müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr seht hier viele Autos, wo die Namen, also quasi die Autos eingestellt haben, die Leute immer gleich sind und die verkaufen halt einfach 3 oder 4 Autos hintereinander und die dürft ihr einfach nicht kaufen, weil die sind safe schon weg, also von den Skillpunkten her aufgebraucht, deswegen guckt nach so einzelnen, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ich hatte auch mit allen 3 Erfolg, also bei denen waren die noch nicht aufgebraucht und dann sucht euch einfach die Autos raus und kommen wir dann direkt noch zum nächsten Auto, das ich heute zeigen möchte. Das kennt ihr auch schon, aber das ist auf jeden Fall einfacher für euch jetzt so zum Snipen auf jeden Fall, wenn ihr eben direkt die Kohle wollt, aber ihr müsst eben, ihr bekommt eben ein bisschen weniger Profit. Es ist der Porsche 911 Turbo von 1992. Den könnt ihr eben im Auktion, in der Automesse könnt ihr den kaufen und für 150.000 und ihr macht also quasi einen Gewinn von 150.000. Ihr seht, wenn ihr dann die Skill Perks einlöst und das ist auf jeden Fall mit dem und dann kommen wir direkt zum MGB GT. Und das Ganze machen wir dann auch mit den MGs, die wir gekauft haben. Ihr seht, wir haben insgesamt, wenn wir das mit allen machen, also 3 MGs und ein Porsche, haben wir insgesamt durch die Skill Perks jetzt 1,2 Millionen Credits noch gemacht und das kann sich wirklich sehen lassen, plus die 150.000. Das heißt, wir schaffen in nicht mal 20 Minuten 1,2
3,5 Millionen Credits. Und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, würde ich sagen. Zumindest besser als jede Glitch gerade momentan. Und das soll es dann eigentlich auch gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch eine Bewertung da. Wem es nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Ansonsten checkt auf jeden Fall noch mal Discord ab und mein Mixer für spontane Streams. Das ist alles in der Infobox verlinkt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut, peace, haut rein und ciao.